klassisch gucke ich bei jeder Roomservice-Karte, ob sie Schnitzel haben. Eigentlich immer. Also angefangen habe ich eigentlich ja, dass ich in München meine Hotelfachlehre gemacht habe. Vor ziemlich langer Zeit. Und dann habe ich angefangen, nebenher zu kellnern in einem Café in Potsdam. Und da war Wolfgang zu der Zeit gerade, ist er von Hamburg wieder nach Potsdam langsam zurückgekommen. Und da habe ich ihn im Café getroffen, beziehungsweise er hat mich getroffen, weil ich habe ja da gearbeitet, beziehungsweise ihn dort bedient. Und er hat mich angesprochen und hat gesagt, Mensch, hast du ein paar Fotos von dir, die ich an die Modelagentur Model Management in Hamburg weitergeben kann. Und eine Woche später rief Heidi Groß mich an und sagte, ich möchte doch bitte sofort, sie hat es sehr eindringlich gesagt, nach Hamburg kommen. Und dann fing das im Grunde genommen relativ schnell an, dass ich sofort angefangen habe zu arbeiten. Also mein erstes großes Shooting war für damals für die Zeitschrift Brigitte, bin ich nach Lanzarote geflogen. Und habe im Grunde genommen für das erste halbe Jahr für alle deutschen Frauenzeitschriften gearbeitet, beziehungsweise war dort auf dem Titel. Also es war ein ziemlich schneller Start. Mich hat Mode interessiert. Ich fand die ganzen Topmodels der damaligen Zeit wahnsinnig faszinierend. Mein absolutes Lieblingsvideo war damals von George Michael mit allen großen Topmodels zusammen. Ja, ich fand das absolut faszinierend, aber ich habe mich da nicht in der Rolle gesehen. Nein, ich habe überhaupt nicht Angst vor dem Alter. Natürlich macht man sich über Gesundheit viel Gedanken. Je älter man wird, kommen vielleicht auch Dinge hinzu, die man natürlich mit 20 nicht so gespürt hat. Aber dass ich in Bezug auf meinen Beruf Angst hätte, finde ich überhaupt nicht, weil sich die Branche in dem Sinne ja auch schon geändert hat, ein bisschen, dass die Werbung realistischer geworden ist. Ab einem gewissen Alter muss man natürlich auch ein bisschen härter an sich arbeiten. Das habe ich mir jetzt auch vorgenommen, weil man dann doch schon merkt, dass der Stoffwechsel natürlich sich auch verlangsamt. Das ist natürlich logisch. Früher hat man im Grunde genommen gegessen, was man wollte. Also zumindest ich war genetisch so gut eingestellt, dass ich mich relativ, wie sagt man, breit gefächert ernähren konnte. Aber ich war auch immer schon ein Mensch, der immer mobil war. Also ich bin immer in Bewegung. Lange sitzen gefällt mir überhaupt nicht. Also ich habe immer Hummeln im Hintern, sagt man ja. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen mein Geheimnis, dass ich nie, nie richtig zur Ruhe komme, beziehungsweise dass man doch relativ schnell viel verbrennt. Ja, roter Teppich ist natürlich in dem Sinne, an dem Tag brauche ich natürlich eine gewisse Zeit, aber es ist für mich auch mal eine gewisse Vorbereitungszeit. Ich habe keine Stylisten, die sich darum kümmern, sondern ich kümmere mich um die Kleider immer selber. Ich habe natürlich aufgrund der vielen Jahre und aufgrund der vielen Arbeit, die ich gemacht habe, sehr gute Kontakte zu den Designern oder zu den großen Modehäusern. Ich mache Haare und Make-up auch immer selbst und stimme das dann natürlich immer auf das Kleid bzw. den Schmuck auch ab. Also erstmal finde ich, es muss auch so ein bisschen den Charakter einer Person vielleicht widerspiegeln. Also oftmals erkennt man ja schon am Outfit, wie die Menschen vielleicht so innerlich ticken. Wichtig ist, es muss passen und das dann lieber ein bisschen lässiger gestylt sein, als zu viel zu wollen, zu viel zeigen zu wollen. So ein paar sehr lässige Jeans, die so ein bisschen kaputt schon sind. Ein Oversize-Shirt und T-Shirt bzw. Sneakers. Und das ist so mein Reiseoutfit auch. Bequem, lässig, cool. Organisation ist, glaube ich, die größte Herausforderung in meinem Job. Es kommt natürlich auch ab und zu mal vor, dass man wirklich erst einen Tag vorher Bescheid bekommt. Wenn es ein toller Job ist und ich das einrichten kann, dann sage ich natürlich auch mal ja. Aber man muss das eben alles gut organisieren bzw. mit der Familie unter einen Hut bekommen, sodass da niemand zu kurz kommt. Weder mein Mann, meine Tochter, aber auch ich nicht. Also ich muss ja auch auf mich selber achten. Tatsächlich, da versuche ich dann mal wirklich zur Ruhe zu kommen, weil ich, wie gesagt, sonst auch immer nur rumwusele. Ich koche sehr gerne, obwohl das hat auch wieder was mit Wuseln zu tun. Also da muss man ja auch alles vorbereiten, einkaufen und dann ein, zwei Stunden in der Küche schnippeln und braten und kochen. Aber das ist für mich totale Entspannung. Mit dem Laptop im Bad verschwinden, sich in die Badewanne hocken und einen kleinen Film oder eine Serie gucken, dann einfach mal so ein bisschen runterkommen. Dann bin ich auch wirklich für mich und ich schmeiße auch alle aus dem Badezimmer raus. Wenn irgendeine Frage wiederkommt, ist so, nee, jetzt Schluss, jetzt bin ich dran.
Mein perfekter Urlaub ist, nicht reisen zu müssen. Wir verbringen die letzten Jahre eigentlich schon immer, wir haben ein eigenes Boot. Die letzten Jahre waren wir immer auf der Ostsee unterwegs. Dies Jahr wieder im heimischen Gefilden, also um Potsdam und Berlin herum. Und das ist eigentlich so für mich, wenn das Wetter stimmt, aber wir haben ja echt Glück jetzt die letzten Wochen, das Perfekte. Einfach mit dem Stand-Up-Paddle raus oder sich in die Sonne legen und ein schönes Buch lesen. Einfach in den See springen, entspannen und ja, am liebsten ohne Make-up und nur mit Flip-Flops und kurzer Hose und Bikini. Gut, singen kann ich nicht, das habe ich ja bei The Masked Singer bewiesen, eindeutig. Backen kann ich ganz gut, das habe ich ja auch in einer TV-Sendung schon bewiesen. Ich glaube, ich habe sonst keine großen. Ist es schlimm, wenn man keine großartigen Talente hat? Ich weiß nicht, also fällt mir jetzt so spontan nichts ein. So Liebes-Schnulzen-Filme finde ich ziemlich cool. Aber ich bin auch ein großer Marvel-Fan. Also alle die komplette Marvel-Serie durch. Endgame habe ich, glaube ich, 10-mal geguckt. Top Gun ist auch sehr zu empfehlen. Also der alte, den habe ich bestimmt 20-mal geguckt. Und den zweiten Teil, da waren wir jetzt schon 2-mal drin. Also im Auto höre ich Klassikradio. Das läuft bei uns, also bei mir im Auto. Mein Mann dreht es immer sofort weg, wenn er in mein Auto einsteigt. Ich liebe Klassikradio, ich liebe Soundtracks. Also Film-Soundtracks. Ich liebe auch Bosshaus. Mit den beiden Jungs habe ich ja schon zusammen gedreht. Ich durfte in ihrem Video Dos Bros mitspielen. Und AC/DC ist so lustig, weil unsere Tochter war, glaube ich, 3 oder 4, da war sie absolut, oder seitdem ist sie absoluter Fan von AC/DC, weil mein Mann eher auch so diese rockigen Sachen liebt. Also es ist eine Mischung bei uns von allen dreien. Ich liebe Essen. Also dieses, ich kann ja immer nur von mir reden. Es gibt natürlich sicherlich auch Mädchen. Es gab ja auch eine Zeit, wo es wichtig war, für die Modelindustrie extrem dünn zu sein. Allerdings muss ich sagen, wenn man vor der Kamera steht, und das sind ja nicht nur 2, 3 Stunden, sondern es sind 10, 12 Stunden an dem Tag, wo man arbeitet oder bei der Fashion Week mehrere Shows hintereinander macht, da muss man essen, weil sonst kippst du um. Und das ist einfach auch ganz wichtig, sich ausgewogen zu ernähren und eine gesunde Ernährung zu haben. Klassisch gucke ich bei jeder Roomservice-Karte, ob sie Schnitzel haben. Eigentlich immer. Selbst im Ausland. Das haben die mittlerweile auch. So die, ich sag mal, die einfachen Sachen sind eigentlich die besten. Es beeinflusst mich eigentlich überhaupt nicht, dass ich so groß bin. Ich bin 1,82. Was zur damaligen Zeit, also wo ich Teenager war, da war ich schon natürlich mit die Größte auch in der Klasse, aber ich habe das nie als Problem gesehen. Erstens mal, weil ich sowieso mit den Jungs besser klargekommen bin als mit den Mädels. Und die waren alle schon immer größer als ich. Und jetzt ist es natürlich auch so. Mein Mann ist größer, meine Tochter ist fast so groß wie ich. Ich glaube, dass die Menschen eher mit mir Probleme haben, dass wenn ich irgendwo erscheine, dann vielleicht auch noch ja, mit einem großen Kleid, auch immer mit hohen Schuhen, viele Männer dann auch eingeschüchtert sind. Ich versuche immer, alle glücklich zu machen. Vielleicht so. HSE. Here Shopping entertains.